Wir wollen jetzt ein neues Format ins Leben rufen. Das haben wir die vier Dampfer genannt. Die vier, also wenn man das Wort Dampfer sich betrachtet oder das D4, das D4 ist eigentlich die Abkürzung, ne, für D4, weil das macht sich ganz gut in so einem kleinen Logo. Aber ich denke, Zeitersparnis. zum Design, da müsste, nee, falsche, zum Design müsste natürlich Gregor was erzählen. Darum geht's. Gregor. Ja, auf der Suche nach dem Namen haben wir natürlich einiges ausprobiert und dabei bin ich dann bei diesem Dampfer hängen geblieben, da wir zu viert sind und man das A sehr gut durch eine 4 ersetzen kann. Rein optisch gesehen liest man halt das wie Dampfer. Dachte ich, das passt und da wir alle vier damit eigentlich so einverstanden waren und die Idee eigentlich ganz peppig ist, haben wir das dann ausgewählt als unser Logo und Motto. Wir sind Dampfer, politisch aktuell anders, weil auf diesem Kanal soll es nicht nur darum gehen, wer hat das schönste Dampfgerät, sondern vor allen Dingen, was gibt es Neues politisch gesehen, was gibt es Neues in den News übers Dampfen, wir wollen Gäste einladen. Ja, da freue ich mich besonders drauf auf die Gäste, weil Genau. ich glaube, das ist, wie gesagt, immer so ein bisschen das Salz in der Suppe. Ja? Und das macht das Ganze rund. Und man darf das natürlich immer schon dosieren. Ne? Also wenn man zu viel Salz reinhaut, ist es natürlich auch nichts. Ne? Das ist mir auch klar. Aber ich glaube, da haben wir gute Verbindungen und Stück für Stück wird man da mal vielleicht den einen oder anderen neugierig machen auf so eine Geschichte. Ne? Ja, vor allen Dingen auch Gäste aus unterschiedlichen Ecken, also aus der Dampferszene sicherlich, aber vielleicht auch aus Politik und wer weiß, wer sich dann noch so zu uns gesellt und mit uns das Thema bespricht. Ja, Ich müssen bin wir das da guter Projekt Hoffnung. erstmal an den Start bringen, ne? Und Genau. wir machen das auf verschiedenen Plattformen, Stefan. Ja. Also wir haben uns ja dafür entschieden, weil wir YouTube nicht grundsätzlich verlassen wollen, werden wir es zunächst erstmal auf zwei unterschiedlichen Plattformen streamen. Das sind einmal YouTube und Twitch, weil wir uns auch ja, erhoffen, damit den einen oder anderen Dampfer von einer anderen Plattform mitzuziehen. Weil wir wissen alle, oder wir kennen es auch aus dem Dampfer Chaos Club zum Beispiel, nur YouTube ist irgendwo eine eingefleischte Truppe und vielleicht wollen wir auch mal so ein paar, oder können wir damit neue Zuschauer generieren, indem wir welche von Twitch mitnehmen. Ich habe ja selber schon ein bisschen Twitch-Erfahrung gesammelt, da ich ja selber auch einen Twitch-Kanal betreibe und hier meine Freunde auch immer regelmäßig als Gäste mit dabei sind. Und ja, deswegen wollen wir diesen Weg gehen. In Zukunft wird höchstwahrscheinlich noch die Plattform Trovo mit dazukommen. Eine ganz neue Streaming-Plattform, wo wir dann ja mal schauen wollen, wie sich das entwickelt. Aber wir müssen noch ein bisschen warten, bis das in Restream mit integriert wird. Und sollte das der Fall sein, werden wir auf drei Plattformen parallel streamen und ja, um so breit wie möglich zu sein. Ja, und was die Gäste angeht. Jetzt für die erste Sendung haben wir schon einen ganz tollen Gast. Kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Bremst schon, Aber bremst schon. ich habe gehört, es könnte tatsächlich sein, dass da noch der eine oder andere richtige Knaller dabei ist in Zukunft. Nicht aus Ja. der Suppenschüssel rausposaunen, ich ganz sicher. Ja, bestimmt. Also müssen wir natürlich mal gucken, wie das Ganze anläuft. Trovo haben wir aus einem ganz einfachen Grunde mit dazu genommen. Das ist jetzt eine ganz neue Plattform und viele Streamer, die derzeit auch auf Twitch aktiv sind, überlegen schon, diese Plattform mit einzubinden. Wenn wir dort also relativ schnell Fuß fassen, wären wir auch einer der ersten Streams, die sich mit dem Dampfer oder auf Dampferthemen konzentriert sozusagen und könnten dort schon mal ein bisschen Wege bereiten. Das ist sicherlich auch der Hintergrund. Und was ich mir eigentlich noch mehr davon verspreche, ist, es ist eine Plattform, wo, weil da noch nicht gerade viele Dampfer sind unterwegs im Moment aktuell, würden wir ein ganz anderes Zielpublikum ansprechen als auf den beiden anderen Plattformen. Das heißt, wir hätten viel eher noch die Möglichkeit, Externe, die mit der Blase mal gar nichts zu tun haben, auch wirklich anzusprechen und quasi ihnen Informationen zu bieten. Ja, die vier sind die vier, die kennt ihr natürlich alle, also uns vier hier, das sind unsere Logos. Das ist das Logo, was Gregor eben schon angekündigt hatte. Also das mit dem politisch bitte ich nicht zu eng zu sehen. Das ist ein schöner Slogan gemeint, aber es meint eigentlich, dass wir
primär themenorientiert arbeiten wollen. Themenorientiert, so würde ich das mal eher formulieren. Das kann Politik sein. Im Moment ist es halt ein Riesenthema wegen der ganzen Gesetzesumstellungen, wegen der ganzen Änderungen, die kommen werden. Medienstaatsvertrag warten wir ja eigentlich auch noch drauf, dass der verabschiedet und in Gesetz, also in Gesetzeskraft umgesetzt wird. Soll ja Ende September auch noch passieren. Da passiert eine ganze Menge. Wir wissen, dass ein Verband ja irgendwo noch gegründet werden soll, Konsumentenverband. Da werden wir auch noch sicherlich Gäste zu haben und das besprechen. Das heißt, es wird ganz viel im politischen oder im gesellschaftspolitischen, im dampferpolitischen Bereich, so im dampferpolitischen Bereich wird noch ganz viel passieren in diesem zweiten Halbjahr. Die ganzen Umwälzungen, die die Hersteller vornehmen müssen, jetzt mit den neuen Verordnungen und so weiter, das haben die auch nicht. Es bewegt sich viel gerade, ne? Es bewegt sich unheimlich viel. Und darum werden wir uns, werden also in diesem ersten Halbjahr mit Sicherheit oder im zweiten Halbjahr 2020 mit Sicherheit die Themen nicht ausgehen. Das gehen, nee. Seht ihr auch. Da freue ich mich auch schon riesig drauf, dass es vollgepackt ist und man, man freut sich richtig, dass es losgehen kann. Also ich ehrlich, also wenn der Sonntag kommt, dann ja, ich freue mich schon. Ne? Genau. Ich freue mich auch. Ja. Unser Gast, Stefan, möchtest du was zu sagen, kommt von dieser Facebook-Gruppe. Ja, möchte ich was dazu sagen. Also unser Gast wird sein der Giovanni. Und zwar ist der Giovanni Edman in der Facebook-Gruppe Ministry of Vape von vielen oder von einigen Streamern oder ich sag mal von einigen Content-Creatern eine gehasste Gruppe, weil es in dieser Gruppe auch mal ja ein bisschen ruppig zugeht, sag ich mal, was Konversationen angeht. Aber es findet auf einem ganz, ganz hohen Level statt. Und trotzdem alles irgendwo, trotzdem mit Respekt. Und ja, ich sag mal, die Jungs und auch speziell Giovanni aus der Ministry, die sind nicht auf den Mund gefallen und achten auch sehr darauf, was so in dieser Blase abgeht. Also in unserer sogenannten Dampferblase. Und ja, da Giovanni ja auch einer ist, der ganz gerne mal triggern kann und auch sehr gut triggern kann, freue ich mich oder wir uns alle umso mehr, dass wir Giovanni als Gast haben. Das heißt also, wir müssen alle sehr anständig sein oder dürfen wir auch mal einen raushauen? Gar nicht, weil das würde er uns krumm nehmen. Nee, wir sollen frei Schnauze reden, so wie uns der Schnabel gewachsen ist. Nichts anderes tut er auch in der Gruppe. Wir hatten das Ganze ja auch ein bisschen als Gesamtkonzept entwickelt. Also Streamen auf mehreren Plattformen. Wir möchten diesmal bewusst haben wir verzichtet auf die Einblendung eines aktiven Sprechers, sondern alle Gesprächspartner sollten gleichwertig und gleich groß auch dargestellt werden. Und wir haben natürlich auch eine Website schon konstruiert oder in der Vorbereitung ist. Ein paar Inhalte sind schon hinterlegt, ist natürlich noch erweiterungsfähig. Und das wird so eine Plattform sein, wo wir ganz viele Daten hinterlegen, wo man also Dinge noch abrufen kann. Zum Beispiel Gesetzestexte sind aktuell schon hinterlegt, andere Dinge, Links zu interessanten Artikeln vielleicht, Kurzzusammenfassungen von irgendwelchen Artikeln oder wenn mal eine Anhörung wieder gelaufen ist, dass man dort quasi ein Review drüber schreibt und das da hinterlegen kann, solche Sachen. Also wir werden da vielleicht später auch mit Audio- und Videodateien noch arbeiten, wissen wir noch nicht. Also das Ganze ist erstmal im Aufbau, aber das soll so eine Art Datenbackup sein, dass man immer wieder nachgucken kann, ey, was war denn da und da, was war denn da und da. Ne? Streamingzeiten sind sonntags alle 14 Tage, weil wir denken, dass wir sonst nicht so viele Themen und Gäste auch akquirieren können werden, wie auch immer. Und das sind die Kanäle, wo ihr uns dann finden könnt. Facebook-Gruppe gibt es natürlich auch, es sind auch schon etliche dort Mitglied. Und ja. Uns können neue dazukommen, ne? Also falls der ein oder andere das sieht. gerne immer dazukommen bei Facebook, mit dabei sein, ist immer wichtig, da gibt es immer die neuesten Informationen, gehört genauso dazu. Ne? Ja, auch wenn jemand ein spannendes Thema hat, wo ihr denkt, dass wir darüber mal reden sollten, könnt ihr natürlich gerne auch dann über Facebook an uns rantreten und uns Themenvorschläge machen. Jederzeit immer herzlich willkommen. Das soll es erstmal gewesen sein. Wird eine runde Sache, ne? Das wird eine runde Sache, da bin ich ziemlich sicher. Ja.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Das ist auch. Am Sonntag, den 19.07.2020. Um 21 Uhr. Wir üben das noch mit der Koordination. Bis dann. Tschüss. Wir sehen uns. Adele. Ciao.